Hallo und herzlich willkommen zu meinem Let's Play Watch Dogs Part 38. Ich bin ein Voldyboy, bin jetzt mit auf dem Highway und sollte unbedingt einen fahrbaren Untersatz haben. Merci vielmals. Worum handelt es sich? Ich verlange, dass ich sofort ein paar Leute herschicke. Nein, das fangen wir jetzt gar nicht schon an, echt. Hören Sie mich, bleiben Sie bitte in der Leitung. Das fangen wir gar nicht an, nicht schon beim Anfang vom Let's Play, sorry. Ich habe schon eine Verfolgungsjagd mit den Bullen gehabt und habe sie aber austricksen. Wir haben den Default erledigt. Und es geht jetzt schon gleich in Richtung Niki befreien. Da vorne ist schon wieder irgendeiner, der uns möchte verpfeifen. Wir brauchen euch. Hallo, Sie müssen in der Leitung bleiben. Ihr seht, da geht recht los schon. Sehr spektakulär. Ja, renn rum. Mich wollen gehen verpfeifen, hey, das geht gar nicht, Mann. Okay, ich lade dich in Ruhe. Wir haben verschiedene Sachen gemacht. Den IRAC haben wir ja beseitigt. Wir befinden uns jetzt, glaube ich, schon drei Viertel im Spiel. Und ich denke, unsere Mission ist klar. Wir müssen jetzt herausfinden, wo ist Niki. Wir sehen uns gerade dort. Bis gleich. Okay, da wären wir. Da vorne muss es sein. Und ich glaube, es ist am Hafen. Weiß noch nicht so genau, was uns erwartet. Hat das aber allerdings ein bisschen gegoogelt und muss sagen, es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, wie man das jetzt machen. Es gibt entweder so eine nervige Mission, wo wir Niki müssen, an diesen Feinden vorbeiführen. Oder wir können es einfach so machen, dass wir sie alle aufmischen. Und ich bin mir wirklich im Moment noch ein bisschen unschlüssig, wie ich es mache. Ich hab Niki. Endlich. Und Damien weiß es nicht. Okay, jetzt schön vorsichtig. Er wird sie bewachen. Hoffentlich ist sie bereit. Pass gut auf dich auf, Tante. Die haben wohl Fixer als Security angeheuert. Die schießen erst und stellen dann keine Fragen. Ja, ich hack mich unter dem Radar rein. Die werden mich gar nicht bemerken. Ach, ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Ich möchte sie eigentlich alle umbringen. Schlussendlich haben sie es ja verdient. Ausschalten. Ah, da ist ja Niki. Okay, ausschalten, hä? Kamera? Sprengen. Niki, ich bin's. Aiden, wo bist du? Hier sind überall Männer. Die Wache hier ist... Keine Ahnung, was passiert ist. Hör zu, ich weiß. Ich hole dich raus. Du bleibst am Telefon und ich führe dich. Nein, die finden mich. Niki, da ist deine Waffe. Steck sie bitte ein. Nur für den Fall. Oh Gott, das ist verrückt. Aiden, ich weiß nichts über Waffen. Ja, jetzt weiß ich es. Wir müssen weiter.
Hör auf meine Stimme. Ich glaube, er ist tot. Nikki, hör mir zu. Wir müssen schnell machen. Ich werde dich sicher führen. Bringen Sie Nikki zu einem Wagen. Er hat noch geatmet. Der Mann eben. Ich glaube, er atmet noch. Sollten wir einen Krankenwagen rufen? Tja, für einen Krankenwagen ist es spät, Nikki. Aber dass wir etwas machen müssen, ist klar. Wir hätten hier eine Sprengmöglichkeit. Aber ich weiß nicht, ob das funktioniert. Wie, er läuft dort nicht an. Ah, der Gabelstapler. Jawohl! Sehr gut. Okay, das hat schon mal super geklappt. Hier ist das Auto, wo wir hinkommen mit der Nikki. Ich kann es nicht glauben. Er hat mich gestern noch Decken gebracht. Da kommt noch einer. Lass uns umkehren. Wir können ihn noch retten. Nikki, hör auf meine Stimme. Zuerst müssen wir dich rausbringen. Ja. Okay. Hat es noch irgendwo eine Kamera? Ja. Den kann man sprengen. Ah, funktioniert nicht. Okay. Keine Ahnung, wie du das tun kannst. Das ist doch kein Leben. Oh, da könntest du gerade zwei nehmen. Komm, komm, komm! Jawohl! Sehr gut! Okay. Bewegen, hä? Das ist leider im Moment nicht möglich. Das sind einfach zu viele Gegner. Das sind einfach zu viele Gegner. Irgendwie ausschalten. Das sieht schlecht aus. Wisst ihr was? Den Rest müssen wir von Hand machen. Können wir mal hier rein? Ja, da ist einer. Ich glaube, das Wichtigste wäre, dass sie uns nicht sehen. Das ist sicher das Wichtigste. Sie dürfen uns nicht sehen, weil sonst holen sie Verstärkung. Und wenn sie Verstärkung holen, dann haben wir ein Riesenproblem. Okay, das war jetzt zwar nicht die feine Art gewesen, hä? Mal schnell schauen, ob wir da wenigstens den können ausschalten können. Weiter. Ja, komm. Oh, wow, das sind gerade... Oh, wow, wow. Okay. Ja. Das ist gefährlich. Hier ist nichts. Ich gehe weit... Okay, der Himmel. Den haben wir auch. Ah ja, das sieht schon nicht schlecht aus, würde ich meinen. Sollen wir es erst wagen? Okay, ich sehe Nikki. Hier vorne hat es auch noch irgendwo einen.
glaube, es ist ein Sniper. Ja, es ist ein Sniper. Ich brauche irgendwie eine Kamera. Sorry, Niki. Ich muss da echt zuerst mal schnell schauen. Was Sache ist. Und wo das der ist? Der muss irgendwo da oben sein. Da ist er. Lauf zu diesem Auto. Steig ein und fahr los. Nicht umdrehen. Finde ich ganz geil. Guck, da kommt sie schon, und zwar freiwillig. Wunderbar. Das ist wirklich gut gewesen. Okay, entkommen Sie aus dem Gebiet. Alles ja. Klar. Du bist in Sicherheit. Also das müsste ja kein Problem sein. Aus der Stadt bringen. Ist Jackson okay? Oh Gott, er sagte, du wärst tot. Er sagte, er würde mich töten. Wo ist Jackson? Ich muss ihn sehen. Er ist sicher bei Yolanda. Fahr da jetzt hin. Ich treffe dich. Hol Jax, bleib ruhig. Kein Handy. Lass ihn nicht mal sein Tablet. Kleine Schwester! Sehr gut. Glaubst du, Niki wäre sicher? Glaubst du, es ist vorbei? Für Niki ist es vorbei. Aber nicht für dich. Ich will dir nichts verderben, aber ihr bekommt Gesellschaft. Die Bullen haben gerade einen Tipp zum Rächer bekommen. Ist das nur ein Spiel für dich? Ja, sicher, es ist nur ein Spiel. Ich bin nur zum Spaß dabei. Du hast mich enttäuscht, Aiden. Wir waren Partner. Was wirfst du mir vor? Ambitionen? Ich werfe dir deine Gier vor. Ich muss los. Deine Heuchelei ist beeindruckend. Fahr vorsichtig, Partner. Die Cops sind echt heiß auf dich. Okay, ich weiß jetzt gar nicht, was das für ein Hinweis war. Packt eure Sachen zusammen. Ich komme und hol euch ab. Nehmt nur mit, was ihr wirklich braucht. Okay, Jax und ich sind fertig, wenn du kommst. Aber ich vermute, es hat irgendwie etwas zu tun mit dem, dass ich jetzt den Jax und Niki muss aus der Schusslinie bringen. Hier sehe ich auch etwas. Und zwar müsste das irgendwie mit dem Dings zu tun haben hier. Ja, das ist irgendwie noch so ein CTOS-Turm. Das würde ich eigentlich noch gerne machen, wenn wir schon da sind. Bin jetzt wirklich gerade am überlegen, wie das soll gehen. Wie das soll gehen. Ich weiß es. Ist es wirklich so einfach? Hier rein? Die Polizei braucht vollen Zugang zu allen Daten, um diese Cyberterroristen von DeadSec aus ihrem Versteck zu treiben. Wir werden nicht tot, bis wir alle haben. Okay. Das ist schon mal sehr nice, finde ich. Allerdings ist es das noch nicht gewesen, hä? Weil die Tür ist noch nicht offen. Okay. Ja, das möchte ich jetzt auf jeden Fall noch herausfinden, weil das
Hätten wir vielleicht sollen von hier aus. Also, aber können wir jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Ja, das ist doch gleich. Gehen wir noch eines schauen. Hier muss irgendwo etwas sein, das ich nicht gesehen habe. Ah, oh, da hinten wäre es gewesen. Okay, kein Problem. Jetzt brauchen wir natürlich wieder ein Fahrzeug. Haben wir ja. Dann machen wir halt das Spiel noch ein. Ist kein Problem. Fahr ich ein Parkplatz hier oben, hä? Ja, ich weiß, hätte man eleganter können lösen, ist egal. Ich mache das sowieso nur jetzt noch schnell. Und dann würde ich sagen, machen wir einen Break und wir sehen uns. Bei meinem Let's Play Watch Dogs Part 39. Ich bin euer Voldyboy und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir doch bitte ein Like oder schreibt etwas in meinen Kommentar. Und wenn euch mein Gameplay ganz besonders fasziniert, dann würde ich mich freuen, wenn ihr Abonnenten werdet. Bis die Tage, freue mich auf euch. Dass das gescheiterte Datenleck vom Morgen beweist, dass das Unternehmen sicherer ist als je zuvor.